Und wir haben den perfekten Kandidaten für die Diskussion danach, nämlich jemand Fachfremden, der noch nicht einbibliothekart wurde, sozusagen. Und zwar kommt jetzt Herr Repold Schumann, der wissenschaftliche Direktor von ZB Med ist, Mathematiker und Informatiker in der Bioinformatik und in der Data Analytics sehr viel unterwegs war und der sich erst seit knapp 2 Jahren im bibliothekarischen Umfeld bewegt und dort sozusagen noch den völlig unverbauten Forscherblick hat. Und gerade auch zum Beispiel eben dieses Thema Kommunikation zwischen den verschiedenen Bereichen für ihn noch ein großes Thema ist. Also vielen Dank für die einleitenden Worte. Eins haben Sie noch vergessen, ich bin noch Arzt, deswegen passe ich auch ganz gut zu ZB Med. Es wurde ja schon einiges darüber diskutiert, dass wir auf verschiedenen, ich muss ja gerade den Bildschirm auf deutsche Monitor schalten. Wir haben ja schon gerade darüber geredet, dass wir jetzt sehr viele verschiedene Kompetenzen zusammenbringen. Und das ist aus meiner Erfahrung immer mit Reibungsverlusten verbunden. In den Bibliotheken ist das eventuell ein Bereich, der jetzt sehr stark und neu aufkommt. Bei uns bei ZB Med spielt das eine große Rolle, einfach weil hier in den letzten 2 Jahren sehr viel neue Mitarbeitende hinzugekommen sind, die gerade die Forschung entwickeln. Und ich werde jetzt genau diesen Angelpunkt, wo sind wir? Lebenswissenschaftliche Bibliothek und wo sind wir ein forschendes Informationszentrum, werde ich jetzt in den Fokus rücken. Ich werde genau diese Fragestellungen aus der Sichtweise von ZB Med versuchen darzustellen, wo wir da stehen und welche Konsequenzen das hat. Wie man dann denkt, wenn man schaut, dass man Inhalte, die man als Informationsversorger anbieten muss, in die Forschung hineinbringen will. Und es ist offensichtlich klar, dass ich dann eher das Know-how von der forschenden Seite kenne, als das bibliothekarische Know-how. Ich gehe also über drei Stufen hinweg. Das erste, welche Aufgaben und Rollen übernimmt ZB Med in der Zukunft? Dann haben wir eine enge Zusammenarbeit mit dem Bielefeld-Institut für Bioinformatik, wo sehr viel Forschung hereinkommt. Und dann die dritte Frage ist, wie richten wir uns auf die Forschenden aus? Ich möchte erstmal noch einen Anker werfen. Das ist auch das DBV-Strategiepapier Wissenschaftliche Bibliotheken 2025. Und in diesem Papier wurde beschrieben, wie sich in der Zukunft eine überregionale Informationsversorgung darstellen könnte. Und da sind schon wichtige Punkte drin. Einmal die Zusammenarbeit zwischen den FID und den drei zentralen Fachbibliotheken, was dazu führt, dass hier eine Informationsinfrastruktur aufgebaut wird. Und aber zum Zweiten dann auch konkrete Anforderungen, wie zum Beispiel Informations- und Medienhubs, die natürlich digital sind. Aber auch ein Zusammenspiel zwischen digitalen und gedruckten Medien auf einem hohen Spezialisierungsgrad. Also wenn man das zusammennimmt, dann hat man schon mal eine Vorstellung, dass sich Information immer mehr auf Spezialgebiete konzentrieren wird und dort die Informationen zusammenpassen, aber auch vielleicht anders genutzt werden, als ursprünglich gedacht waren. Dass aber dann auch wissenschaftliche Fachbibliotheken und Komponenten in der Informationsinfrastruktur die entsprechenden Angebote aufbauen und anbieten. Und das führt natürlich dazu, dass dann noch mehr Mehrwertdienste im nationalen und internationalen Kontext angeboten werden. Das kann man sich für ZB Med mal genau anschauen. Wir haben mal den Vergleich gemacht zwischen dem, was an Anforderungen aus dem DBV-Papier herauskommt. Das ist übrigens in unserem Jahresbericht noch ein bisschen genauer erklärt. Und dann erkennt man, dass hier Plattformen gefragt werden, dass man auf Forschungsdaten zugeht, dass man Langzeit archiviert, dass man hilft, die Digitalisierung voranzutreiben von Inhalten, die bislang nur analog zur Verfügung stehen, aber auch, dass man Informationskompetenz aufbaut. Also eine breite Palette und dann ein Teil ist in diesem DBV-Papier noch nicht abgedeckt, den aber zum Beispiel die National Library of Medicine sich schon zum Ziel genommen hat, wie zum Beispiel datengetriebene Forschung. Also wir haben eine Kaskade von digitaler Literatur zu digitalen Daten, zu Plattformen, die diese Literatur und Daten anbieten und dann hin in eine Forschung, in denen beides gemeinsam genutzt wird und dann aus diesen Inhalten entsprechende neue Erkenntnisse gesammelt werden. Und einen Teil von diesen Bereichen decken wir schon ab.
andere Fachbibliotheken genauso. Aber das ist so die Zielgröße, auf der wir uns zu bewegen. Wenn wir uns dann auf die Forschenden konzentrieren, also auf unsere Zielgruppen konzentrieren, dann gibt es verschiedene Gruppen. Und diese verschiedenen Gruppen, die adressieren wir in unterschiedlicher Art und Weise. Und ich bin jetzt gerade bloß in Erzog genommen. Also die erste Gruppe sind die Forschenden. Versuchen wir, einen schnellen Zugang zu Literatur und Datenquellen zu ermöglichen. Und dann dort werden auch entsprechende Plattformen aufgebaut. Und die zweite Gruppe, die nennen wir Multiplikatoren. Das sind dann Gruppen, die für uns auch Informationen weiterleiten, mit denen wir uns selber abstimmen. Das sind zum Beispiel Universitätsbibliotheken oder Hochschulbibliotheken. Mit diesen Bibliotheken müssen wir uns abstimmen, um dann halt entsprechende Inhalte anzubieten, in den zertifizierten und lizenzfreien, aber auch und prüfen, ob wir dann für entsprechenden unsere Multiplikatoren dann eine Plattform anbieten oder auch Training anbieten. Also da merkt man auch eine gewisse Verzahnung in der gesamten Landschaft der Informationsanbieter, wo man als wissenschaftliche Fachbibliothek dann einen Teil herausfokussiert und entsprechend anbietet. Ein weiterer Bereich sind die Lehrenden und Studierenden. Dort konzentriert man sich eher auf eine Umgebung, in der man mit den Studierenden zusammenarbeitet und entsprechende Projekte aufbaut. Und dann gibt es noch sehr spezielle Anwendergruppen, wie bei uns zum Beispiel spezielle medizinische Gruppen, auf die wir Angebote gezielt ausrichten können. Ich möchte noch auf eine Kooperation eingehen, die wir gerade aufbauen. Das ist die Zusammenarbeit zwischen ZBMed und dem Bielefeld-Institut für Bioinformatik und Infrastrukturen. Und hier zeigt sich ein Spezialfall oder noch eine weitere Ausrichtung auf die Forschung. In Bielefeld gibt es eine Cloud-Infrastruktur und Analysemethoden. Und gemeinsam haben ZBMed und Bibi, dass wir Daten analysieren oder auch Literaturinhalte analysieren und diese Informationen dann in die Infrastruktur wieder zurückfüttern. Und als Nebeneffekt gibt es dann Gruppen, die spezielle Faktendatenbanken anbieten und hier am BSNZ und Inhalte, die wir anbieten, können wir dann in die entsprechenden Faktendatenbanken leiten. Also das ist ein sehr weiter Blick in die Zukunft, wo man sagen kann, Bibliotheken haben nicht nur die Informationsversorgung, sondern leisten dann auch noch die, sagen wir mal, digitale Infrastruktur und leisten eine Datenanalyse. Aber in dem Moment, wo dann Literatur und Daten zusammenkommen, kann ein Mehrwert generiert werden, der dann wieder spezielle Datenbanken in die Communities zurückgeführt wird. Ich gehe jetzt noch über verschiedene einzelne Aspekte. Wir haben uns selber in unserem Setup darauf konzentriert, dass wir unsere Angebote erweitern, und zwar so erweitern, dass wir den gesamten Forschungskreislauf abdecken können. Der Forschungskreislauf ist unten rechts dargestellt. Der geht von der Ideenfindung über die Planung von Experimenten und Forschungsprojekten, über die Ergebnissammlung bis hin zu der Erfassung der Ergebnisse, der Qualitätssicherung und dem nachfolgenden Publizieren. Und hier arbeiten wir als Forschende mit verschiedenen Fachbibliotheken zusammen, um dann neue Infrastrukturen aufzubauen. Aber der Kernaspekt, wie auch schon angesprochen wurde, befindet sich um die Forschungsdaten herum und um die Sammlung der Erkenntnisse. Dort findet weiterhin ein Schritt statt, dass man diese Erkenntnisse so erfasst, dass sie später suchbar, auffindbar sind. Und wie schon auch angesprochen, braucht man hier eine gewisse Qualitätskontrolle. Dann jetzt die zweite Komponente, in der wir uns noch deutlich weiterentwickeln, als was wir von anderen wissenschaftlichen Fachbibliotheken kennen, ist die Datenanalyse. Dort nutzen wir unsere eigenen Forschungsdaten oder die existierenden Forschungsdaten, um neue Erkenntnisse abzuleiten. Die dritte Komponente ist die Bereitstellung von Wissen. Ich denke mal, das wird über viele Fachbibliotheken und viele wissenschaftliche Bibliotheken angeboten. Hier ist eine große Koordinierung notwendig, aber auch eine Nachnutzung der Daten. Hier reden wir von Open Science, Open Access. Hier reden wir davon, dass wir bestimmte Plattformen haben, in denen die Daten und Literatur angeboten werden können, Inhalte lizenziert werden.
Und dann für die reproduzierbaren Wissenschaften müssen dann die Daten untereinander verknüpft werden, müssen dann wieder in die Öffentlichkeit zurückgefüttert werden und entsprechenden Mitarbeitenden das Training angeboten werden. Der letzte Punkt wurde auch schon angesprochen, das ist das Training. Im Grunde geht es darum, dass wir die, verschiedenen Möglichkeiten des Trainings anbieten müssen. Das bereiten wir gerade auch im größeren Stile vor. Da wird später noch ein Vortrag von Konrad Förster sein über den Zertifikatskurs Data Librarian und die Carpentries. Aber als Bibliothek oder wissenschaftliche Fachbibliothek ist es genauso relevant und bedeutsam, auch offene Lernmaterialien anzubieten. Im Grunde können wir sehen, je weiter wir diese Palette erweitern von dem Literaturangebot über das Datenangebot, über Softwarekomponenten, die auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden können, dann kann man sich sehr leicht überlegen, dass halt die offenen Lernmaterialien genauso bedeutsam sind und genauso relevant und entsprechend. Hier ist noch ein Beispiel, was wir jetzt in den letzten Wochen aufgebaut haben. Das ist der COVID-19-Hub, in dem ein sehr interdisziplinäres Team zusammengearbeitet hat. Hier die Bibliothekare, IT-Wissenschaftler, Informationswissenschaftler und aber auch Bioinformatiker und Bibliothekare und auch die Marketingabteilung, um die entsprechenden Inhalte, also nicht nur Literatur, sondern auch Daten und Tools zur Verfügung zu stellen. Und damit komme ich zum Schluss. Im Grunde sehe ich eine, dass nicht nur wir, auch andere Informationsanbieter sich eben an den Forschenden ausrichten und aber auch verschiedene andere Gruppen bedienen werden, indem sie die Palette an Medien, die angeboten werden, erweitern, aber auch diese integrieren. Die Integration ist ganz entscheidend, weil wir dadurch nicht mehr erreichen, dass man aus einem Medium einen Aspekt lernt, sondern dass man aus vielen Medien einen Teil der Wirklichkeit ableiten kann. Die Qualität ist natürlich alles entscheidend und hier werden natürlich die Fachbibliotheken eine große Rolle spielen. Ja, danke. War wahrscheinlich relativ schnell, oder? Ja, Sie haben es in der Zeit locker geschafft. Aber dann haben wir Zeit für Fragen. Die eine Frage erst nochmal ist nochmal ein bisschen auf den Titel bezogen. Warum sind denn jetzt Bibliothek und Forschung so ideal zusammen? Ich meine, jahrhundertelang kamen die Bibliotheken ja auch ohne die Forschung ganz gut klar. Das ist eine interessante Frage. Also die, ich würde mal Folgendes formulieren. Also was aus meiner Wahrnehmung wahr ist, also Forschung ist ein sehr heterogenes Gebilde. In der Forschung muss sehr viel Information zusammengeführt werden, um dann eine spezielle Frage zu beantworten. Und jeder Doktorand, der anfängt, sich auf sein Thema vorzubereiten, der fängt mit einer relativ breiten Suche an und fokussiert sich dann immer weiter. Die zentrale Fragestellung für uns wird werden, verstehen wir, sagen wir mal als Bibliothekar oder Informationswissenschaftler, verstehen wir genau, was Forschende haben wollen? Wie kommen wir so nahe ran, dass wir genau die richtigen Lösungen finden? Und hier zeigt sich, dass Forschende bei der Informationsvermittlung, eben wenn sie die Forschung gut verstehen, die entsprechenden Angebote aufbauen können und gleichzeitig auch diese Angebote nutzen, um den Mehrwert zu prüfen. Also hier ist etwas, das nennen wir Science for Services, also Forschung, um neue Dienste aufzubauen. Und wir nennen es Services for Science, wo praktisch die Dienste in der Forschung getestet werden. Und an diesem Angelpunkt können Forschende das herausfiltern. Und ich glaube auch, dass die Palette eben nicht nur lebenswissenschaftliche Forscher sind, sondern auch informationswissenschaftliche Forscher. Oder Forscher im Bereich von IT-Services. Also man darf das nicht nur isoliert in einem Fachbereich sehen, sondern man muss die ganze Palette sehen, von den Informationen weg bis hin zur Infrastruktur. Dann gab es noch eine Frage, und zwar, dass viele gesagt haben, ja, das sind alles Dienste, das können wir uns gut vorstellen, das haben wir auch alles auf dem Schirm, auch was ZB Med vorhat, aber man kann ja nicht alles machen, also was kann man dafür rausstreichen? Genau, das ist die Frage, die hat man als Bibliothekar, denke ich, immer. Man kann nicht alles lizenzieren, kann wahrscheinlich auch nicht
alle Bücher kaufen, sondern man braucht immer einen gewissen Fokus. Also jede Informationssammlung, jede Literatursammlung, jede Bibliothek in der Vergangenheit hatte immer eine gewisse Ausrichtung. Das wird auch in der Zukunft nicht anders werden. Die Frage wird vielmehr werden, kann man einen bestimmten Fokus, sagen wir mal, beherrschen? Wie viele Informationen kann ich jetzt sammeln, unterhalten, langfristig unterhalten und wie wertvoll ist diese Information? Da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus der Bioinformatik. Da war lange die Frage, sollen wir wirklich alle Sequenzinformationen speichern oder nicht? Und irgendwann kommt man zu dem Ergebnis, dass es auch billiger sein kann oder einfacher, neu zu sequenzieren, anstatt die Informationen zu halten. Und ich will das jetzt hier nicht auf Bibliotheken insgesamt übertragen, aber es wird auf uns sicher der Punkt zukommen, wo wir selber auch mitentscheiden, was ist wertvolle Information. Ich denke mal, das war in der Vergangenheit auch schon so. Ich bin da bloß jetzt nicht so der Experte. Aber diese Frage, die wird nicht verschwinden. Die wird weiterhin existieren. Wir werden uns noch sehr lange mit Fragen auseinandersetzen, welche Information ist besonders wertvoll. Und meine Antwort wäre, die Information, die besonders häufig nachgenutzt wird, die besonders gut mit anderen Informationen zusammenpasst, die besonders zentral, elementar, besonders wichtig ist, um verschiedene Quellen zusammenzuführen. Hier war jetzt noch ein Statement, was ich gerne noch ganz kurz aufgreifen will. Und zwar war die Frage, inwieweit das, was ZBMed als zentrale Fachbibliothek macht, übertragbar ist auf das, was, ich sag mal, normale wissenschaftliche Bibliotheken machen, weil die einfach ja diesen von Leibniz geforderten Forschungsaspekt nicht haben, sondern eher in der Institution funktionieren. Sehen Sie da Ansätze, dass man das übertragen kann oder nicht? Oder? Also das komplette Spektrum ist nicht leicht übertragbar. Je größer so das Spektrum ist, desto schwieriger ist es natürlich, das zu replizieren. Aber das soll ja nicht die Aufgabe sein. Sinn und Zweck ist es, dass wir unsere Nutzergruppen erreichen. Also unser, würde man sagen, Teilaufgabe von ZBMed wird es auch sein, bestimmte Komponenten auszukoppeln und dann in einer Community zusammenzuarbeiten. Man kann das sehr gut sehen bei den Biologen, die über einen sehr weiten Bereich Informationen zusammensammeln. Und ich tippe mal oder ich gehe mal davon aus, dass viele Bibliotheken vor Ort auch eine Rolle übernehmen werden für die Hochschule, Universität oder Ressortforschungseinrichtungen, eine Verantwortung zu übernehmen, eben das Wissen oder die Informationen, die vor Ort generiert werden, hineinzufüttern in eine Community, beziehungsweise das öffentliche Know-how, Wissen, Informationen hereinzuholen vor Ort. Da sehe ich einen sehr großen Nutzen. Es wird nicht möglich sein, selbst für ZBMed oder andere zentrale Fachbibliotheken, wird es nicht möglich sein, einfach zu sagen, wir können das ganze Spektrum abdecken. Das wird nicht kommen. Das ganze Spektrum einer Lebenswissenschaft zum Beispiel oder von einem Fachbereich. Vielen Dank.